vorstellen, wie es ist, blind zu sein? Gestanden, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Dann stopfen wir mal wieder in die linke und mal in die rechte Hand. Oder? Siehst du, das ist eine Straßenkarte. Das ist ganz einfach. Von dir könnte doch irgendwas stehen und ich würde dagegen da machen. Das könnte ein Pfahl sein oder ein fremdliegendes Fahrrad. Siehst du? Jetzt? Also jetzt sind wir übrigens gleich bei der Verkehrsamt. Also da haben die ja wirklich, was das betrifft, da haben die ja wirklich eine sehr gute Erfindung gemacht. Womit? Und im Stock. Was meinst du mit Leitlinie? Eine Leitlinie ist das hier. Hier ist wieder eine Leitlinie. Und hier? Da ist auch eine. Na schon. Jetzt werde ich dir zeigen, wie das mit dem Arsch funktioniert. Das heißt, wenn die Straße aufgebrochen ist, dann geht es so. Siehst du jetzt? Wenn es also nicht passiert, dass so ein Loch ist. Wenn die Straße normal ist, dann geht es einfach so. Das ist der Beige. Hier steht ein Auto, siehst du? Da gehen wir entlang, da gehen wir entlang, bis das Auto zu Ende ist. Ach, da lehne ich mich dann ganz einfach an. Und jetzt guck, zwischen den Autos und uns, da ist gar kein anderes Auto. Nein. Die parken ja bloß in einer Reihe. Hörst du? Da kommt schon wieder ein Auto. Woher weißt du, wo ist ein Auto kommt? Ja, das höre ich. Was muss ich hier machen? Da kommt noch eins. Und weiter hinten kommt noch ein Auto. Stimmt. Und außerdem kommen noch Fahrräder. Da denke ich lieber mit dem Stock. Siehst du? Und jetzt hören wir gar nichts mehr. Nein. Alles ruhig. Und jetzt fange ich an zu zählen, wenn es ruhig ist. Ein und zwei. Ach nein, da kommt schon wieder so ein kleiner Punkt. Jetzt geht's. 21, 22 und dann gehe ich sehr ruhig über die Straße. Dann meinst du genauso wie an der Verkehrsamt. Wisst ihr? Da ist ein Auto. Gehen wir einfach vorbei und rum. Und schon sind wir auf der anderen Straße. Hier geht's lang. Pass auf. Hier sieht wieder alles ganz anders aus. Hier ist ein Bordkante. Hier ist alles ganz zugedeckt. Wir sind jetzt direkt bei der Drogerie. Die arbeiten da gerade. Mal weiter gucken. Da ist schon wieder so. Hier steht weiter. Da ist der Nachtwirt rausgekommen. Ja, da ist er. Ja. Jetzt ist die Stufe da. Ja. In die Drogerie gehen. Da muss ich eigentlich einen Arschloch machen. Und das ist alles Zeug. Das ist aber über deine Verschlafenkammer ist. Und das ist nicht der Witz. Ja, nicht. Das ist alles so rumstehen. Ah ja, und hier. Da ist die große Stufe. Ich bin in die Drogerie rein. Warst du da schon mal drin? Ja, da war ich schon. Was hast du gewollt? Hast du was gekauft? Ich weiß nicht mehr, ich glaube ein Stück Seife. Ah, der ist hier. Das heißt, hier dürfen wir nicht über die Straße. Gehen wir eben drum rum. Auf der anderen Seite haben wir es kurz. Das war auch gut. So, hier ist die Sperre zu Ende. Und daneben musst du gleich der Mast für dein Verkehrsamt sein. Da ist er. Und da oben kann ich sehen. Auf grünes Licht. Nein. Ob das wirklich dein Verkehrsamt ist. Weißt du, wann wir anderen anfangen und wann sie wieder anhalten oder hörst du das? Das höre ich. Jetzt wird's gleich grün. Grün aber? Noch nicht.
Das Ding sollte ich dann noch einmal finden. Und jetzt? Ich komme uns jetzt. Na, warte mal ein bisschen. So, jetzt geht's. Das machen wir so. Und jetzt geht's links geradeaus. Und nicht auf die Autos von links ab. Kriegst du den ersten? Das ist der Mann für den Bürgersteig. Das ist nicht so gefährlich. Das ist aber nicht der Bürgersteig. Was denn dann? Das ist das Ding in der Straßenmitte. Dann kannst du also bloß die Verkehrsinsel sein. Das ist ja auch nicht der Wegstein. Das ist die Scheiße, wenn wir hier erst mal ein paar Sekunden warten. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo wir eigentlich sind. Was soll ich dich fühlen? Also ich weiß wirklich nicht, was das für ein Ding hier ist. Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist so ein Kasten mit dem Pfeil drauf. Das weiß ich echt nicht mehr. Das weiß ich nicht und nicht mehr. Komm. Gut, dass du mich bist. Ich weiß wirklich nicht, was ich bin. Komm schon. Dann wird für die Straße weg. Ja. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt kommt die Mauer. Jetzt kommt wirklich die Mauer. Wir gehen gerade drauf. Mauer, ich weiß. Eigentlich ist es mir klar. Das ist eine Lucky. Natürlich sind Sie zu bedauern und ich möchte nicht blind sein, aber trotzdem, Sie verstehen, damit fertig zu werden. Sie liegen wie wir. Ich höre den Zug. Jetzt kommt er. Das ist aber ein langer Zug. Aber du brauchst nicht saufen, du musst auf uns warten. Achso, das ist schon gleich. Das weiß ich schon. Ich war doch nicht das erste Mal mit dem Zug. Wollen wir uns setzen? Wie ist das, wenn du auf einen Laternenpfahl zukommst? Kannst du das hören oder? Oder hörst du das vielleicht wie eine Fledermaus oder so? Hast du da irgendein Gespür? Du fragst aber auch Sachen. Das ist auch für mich unerklärbar. Vielleicht... Du kannst es mir also nicht erklären. So ganz genau nicht. Ich höre sie vielleicht. Es wäre doch möglich, dass die Dinger Schallwellen oder sowas zurückwerfen. Ich weiß es nicht, aber es wäre auch möglich. Aha. Vielleicht machen die auch ein Echo. Ein Echo oder so etwas. Und das höre ich dann eben einfach. Und ich hatte mir immer gedacht, dass Blinde nur mit einem Hund herumlaufen können. Aber dabei ist das gar nicht so. Ich brauche dir bloß zuzugucken, wie du über die Straße gehst. Wie bringt man das alles klappt? Wo ist mein Shop? Ach du eigentlich nicht. Was können wir denn später mal erzählen? Also ich wüsste das nicht. Beim besten Willen nicht. Was? Wenn wir im Büro sitzen können? Je nachdem, was Sie zu tun hätten, wenn Sie den ganzen Tag durch telefonieren müssen. Das würden Sie schon schaffen. Ja. Aber ich meine, dass Sie auch genauso gut Schreibmaschine schreiben können. Ja, das müsste gehen. Das geht auch. Ja. Das ist für einen Blinden gar nicht so kompliziert. Ja. Was möchtest du eigentlich später mal werden? Ich? Ja, ich möchte Goldschmied werden. Goldschmied? Ja. Weißt du, was ich mal werden will? Telefonist. Wirklich? Ja. Das kann ein Blinder fantastisch. Oh ja. Denn der Telefonist, der braucht dazu bloß ein Ohr. Der braucht zu seinem Blinder dran. Naja, und wenn du dir etwas aufschreiben musst, musst du nur deine Braille-Maschine dabei haben. Mhm. Dann schreibst du ganz schnell. Bist du eigentlich von Geburt an blind? Ja, ich war immer schon blind. Hey, würde es dir Spaß machen, mal auf einem Pferd zu sitzen? Ja, das wäre prima. Dann mach
Mann ist doch. Hast du denn ein Pferd? Ja, viele sogar. Wie würdest du es finden, blind zu sein? Nicht gerade erfreulich. Warum nicht? Naja, wenn man nicht sieht. Ich gehe ein kleines Stückchen zurück, dann kann es besser hindurchgehen. Schon oben. So kann man es aushalten, finde ich.
gefällt's dir? Mhm. Er wackelt nur ein bisschen, aber das macht ja jeder, wenn er läuft. Darf ich ihn mal halten lassen? Ja. Und wie macht man das, dass er wieder geht? Das geht mit den Beinen, richtig? Ja, du musst nur mit den Beinen dagegen. Aber du hältst ihn fest, ja? Ja. Na komm. Cool. Siehst du, wie der mir folgt? Das geht gut. Ich hab das Gefühl, das wird dich richtig losreißen. Er ist ganz ruhig. Die anderen Pferde traben ihm gemütlich hinterher. Na los. Das ist so merkwürdig, wenn, sagen wir zum Beispiel, einer mit mir spricht. Und es kommt jemand dazu, der sehen kann, dann ergibt sich. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist, aber zur Hälfte sieht es eben so aus, dass die beiden das Gespräch aufnehmen und dass ich dann praktisch draußen bin. Nicht, dass das besonders schlimm wäre. Das widerfährt nicht nur mir, das ist letztlich überall so, wenn man das Zusammenleben der Menschen betrachtet. Der Kontaktmangel ist ein Problem, mit dem eigentlich jeder Mensch irgendwie fertig werden muss. Hast du schon mal eine Idee gefasst? Nein, noch nicht. Kommst du auch dran? Ja, ich bin dran. Essen, warum ist es so weh? Nö, da kommt lauter Humus runter. Nein, das ist kein Humus, das ist Sandstrand. Sandstrand? Hör mal, da ist eine Spaltlinie dran. Dann ist er weiter. Ah ja. Hilf sie. Und hier ist wieder eine Wand. Und da ist wieder eine Spalte. Diese Höhle ist vielleicht schon 1000 Jahre alt. Also hier werden aber also bestimmt nicht schnell wieder raus. Hier ist wieder eine Kabel. Ja. Da gehen wir lieber nicht hinein. Da kommst du nicht lebendig raus. Ja. Raus. Ich glaube, die ist zu groß. Hier ist ein Gebirgsschlauch. Vielleicht ist ein Flussbrunnen. Weg mit dem Stein. Ist denn immer alles so dunkel für dich? Siehst du immer so schwarz? Was ist? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich alles schwarz sehe. Das weiß ich nicht. Verstehst du dich im Dunkeln? Nein. Nein? Weißt du, was du mal machen musst? Du musst mal das Licht ausmachen. Dann möchte ich mal sehen, ob du im Dunkeln in der Angst hast. Was denn? Wo hast du denn Angst? Mensch, das ist ja schockierend. Das glaube ich dir ja. Keine Spur von Licht. Das muss ja schon sein, weil ihr eingeschlossen seid. Weißt du, was ich sehe? Ja, auch nichts. Das ist schon gruselig, wenn man hier so drin ist. Wenn man eine Woche hier bleiben müsste. Das wäre sehr schlecht für einen. Ist es dir recht, wenn ich den Streich zusammen mache? Ja, mach. Ach, jetzt sehe ich wenigstens wieder was. So ein Streichholz gibt doch mehr nicht, als ich dachte. Das glaube ich. Pass auf, da brenne ich. So schlimm wird es nicht sein, glaube ich. Das habe ich auch gedacht.